Lieber Hirsch, es tut mir leid. Das war keine Absicht. Hier gibt's doch bestimmt wieder was zu saufen. Ah? Der widerspenstige Magister. Okay, hier ist irgendwas zum Einnehmen. Okay. Nett. Ja, zwar gerne. Das wäre die Beute auch mal gut. Mann. Beanspruchen. Die gefrorene Kristallkaskade. Wenn das Wasser der Kaskade im Sonnenschein aus einer gewaltigen Höhe herabstürzt, sieht es aus wie unzählige Kristalle, die aus einer unsichtbaren Hand nach unten strömen. Bruder Ferdinand Genitivi, der auf seinen Reisen im Teich unter der Kristallkaskade badete. Da sind Wölfe. Viele Wölfe. Verdammt viele Wölfe. Bitteschön. Hey, ihr seid mitten durch die Stacheln gelaufen. Was soll denn der Kack? Ihr müsstet gestunt sein oder was? Oder zumindest verlangsamen. Aber irgendwie ist das ja Pustekuchen. Okay. Wir sind auf jeden Fall hier in diesen Ruinen. Sichel der dunklen Brut. Okay. Wo ist der Jäger? Finde den Jäger. Ja, eine Nachricht, die von wütenden Händen zerrissen wurde. Wieder zusammengefügt, lautet sie. Lass mich in Ruhe, oder ich schwöre, ich bringe dich um. Oh. Oh. Hey, da ist ja auch noch ein Riss. Moment, da ist noch ein Riss? Ah, nee. Bin falsch. Zum Ort reisen, dann holen wir uns noch die Holzfällermine. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter da oben um. Kann ja nur interessanter werden. Da ist es schon. Halli, hallo, Hallöchen. Ein außergewöhnlicher Turm. Ich habe eine Quest abgeschlossen und ich wusste nicht mal, dass ich sie habe. Hm. Kommt man da hin? Ist die Frage. Kommt man da hin? Ist die nächste Frage. Ich denke mal, ich werde einfach diesen Weg weitergehen müssen. Vielleicht werde ich es sehen, vielleicht nicht. So, Drakons Aufstieg. Schauen wir mal, was denn noch so hier ist. Wir hatten ja jetzt eine kleine Pause vom Weitervorrücken und zum Zurückdrängen der Roten Templer. Und jetzt konnten sie sich wieder so ein bisschen erholen. Jetzt kommen wir wieder und machen wieder so Bock. Ah, Moment. Das ist das letzte... Wenn ich das hier mal kurz so anmerken kann,
dann sieht das fast so aus, so ein bisschen wie vom Warcraft 3 The Frozen Throne. Der Frostthron. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Irgendwie hat das was. Ich weiß auch nicht. Guten Tag, die Damen und die Herren. Wir kommen, um das Ding zu erobern. Könntest doch nicht nur Schaden erkriegen, dann musst du auch ein bisschen verlangsamen oder irgendwie sowas vergiften. Bumm. Was ist das? Also ich habe echt nicht die härteste Gesundheit, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Hier macht alles irgendwie Bumm. Cassandra, du bist ein bisschen schnell gerade, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe schon gedacht, der explodiert. Kann ich? Toll. Das hat's jetzt gut gebracht. Auf jeden Fall kommen wir da hoch. Müssen auf jeden Fall da oben hoch. Mal gucken, dass wir dieses ganze Zeug hier erobern. Boom. Nimm die, den Knochenturm. Da oben ist aber noch jemand. Ich sehe noch einen roten Punkt. Der rote Punkt. Der rote Punkt. Gott, da haben sie die Leichen auch schon wieder aufgehangen. Tja, mein Freund, ich habe ein Schild. Schon so ein bisschen komisch, wenn du siehst, dass das mal ein Mensch war und der hat jetzt in der Linken nur noch einen Hammer aus Lyrium. Das ist echt sehr, sehr merkwürdig. Egal. Rückeroberung von Empire de Lyon. Steinige Rettung. Hauptsache, wir haben jetzt hier wieder alles in bester Ordnung. Da oben. Hinaufklettern. Ich glaube, der Knochenturm ist da drin. Zumindest das Suchen. Naja, egal. Erstmal hier oben. Ja, wir haben hier gut befestigt, muss ich sagen. Aber hier ist auch echt viel rotes Lyrium rausgekrochen. Da? Didi. Wo bist du? Wo seid ihr? Da? Zack. Da hinten? Stimmt, da oben? Nein. Okay, dann nicht. Da? Da. Okay, hier sind wir fertig. 13 Scherben gibt's auch hier. Das war aber ein knappes Kistchen. Komme ich da irgendwie rein? Shit, ich glaube nicht.
Dann muss ich da hoch. Nochmal da hoch. Toll, voll auf der anderen Seite. Ihr seid mir Helden. Beanspruchen. Knochenturm. Der Knochenturm trägt seinen Namen wegen der aber 100 menschlichen Knochen, die in einer Geheimkammer unter den Bodenfliesen entdeckt wurden. Den Gesetzen der Kirche entsprechend wurden die Gebeine eingeäschert und die Kammer wurde gesäubert und anschließend versiegelt. Über den Turm und sein grausiges Geheimnis kursieren zahlreiche örtliche Legenden. Einige von ihnen erzählen, das Bauwerk sei von Tevinterianern errichtet worden, die seine Fundamente durch Blutmagie verstärkten. In anderen Geschichten wurde der Turm von Elfen erbaut. Meine persönliche Lieblingslegende ist besonders fantasievoll. In ihr heißt es, ein Blutmagier habe einen höheren Dämon des Hochmuts beschworen, der Besitz von dem gesamten Turm ergriff. Als der Magier starb, waren seine Söhne nicht fähig, den Dämon zu kontrollieren, weshalb sie 8 gewaltige Eisenketten in Auftrag gaben, um ihn zu binden. Die Berührung der kalten Eisenkette ist angeblich das Einzige, was die steinerne Abscheulichkeit zwingt, an Ort und Stelle zu bleiben. Sollte sie je brechen, wird sich der Turm von seinen Fundamenten erheben und davonschreiten, wobei er alles auf seinem Weg vernichtet. Aus die Hochlande von Orlais von Lord Ademar Gardehaut, königlicher Historiker. Okay, wenn ich mir diese ganzen Ketten so ansehe, dann werden die sicherlich so leicht nicht brechen. Würde mich stark wundern. Inquisitor. Wo warst du jetzt? Du warst doch bestimmt da unten, ne? Da, ich sehe dich von hier. Sammeln wir zuerst mal die Scherben ein. Die Tür des Feuers. Wenigstens wird auch angezeigt, wie viel wir brauchen. Ich weiß, dass da hinten auf dem Turm noch einer war. Ach, da war's. Ups. Der Erbauer stehe euch bei. Die immer mit ihrem Erbauer. Der sieht sogar wichtig aus. Händler? Irgendein Händler? Ach komm schon, das kann doch nicht wahr sein, dass hier kein Händler ist. Das sieht mir irgendwie aus wie so eine römische Brücke. Aus früheren Rom. Jabadabadu! Schade. Hopp. Judikels Übergang. Die majestätische Brücke mit dem Namen Judikels Übergang wurde im Jahre 856 des gesegneten Zeitalters erbaut, um die Krönung Kaiser Judikels dem I. mit einem Meisterwerk von orlesianischer Baukunst zu feiern. Die Brücke ersetzte einen alten verfallenen Hochweg, der zu den Sonnenbecken führte. Bei der feierlichen Einweihung der Brücke führte Großherzogin Leontine, die Schwester des Kaisers, ein Dutzend Adlige samt Gefolge über die Brücke bis hin zu den großen, bis zu den heißen Quellen, um dort ein Bad zu nehmen. Die Pfeiler von Judikels Übergang enthalten architektonische und dekorative Elemente, die jenen des früheren Tevintianischen Hochwegs nachempfunden sind. Ähnliche Elemente finden sich auch in den mehrere Meilen entfernten Bögen, die über dem Dorf Sania aufragen. Der Stil der andrastischen Statue, die Brücke säumen, ist hingegen gänzlich orlesianisch. Aus der Hochlande von Orlais von Lord Ademar Gardehaut, königlicher Historiker. Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist die Brücke kaputt. Putte und so. Und die heißen Bäder wahrscheinlich auch. Eigentlich schade, weil es sieht hier echt nice aus. Oh, cool. Das nenne ich mal eine fachmännisch zerstörte Brücke. Wir könnten sie vielleicht wieder aufbauen. Das wäre definitiv eine Überlegung wert.
Weil wer will nicht zu schönen, heißen Quellen gehen? Vor allen Dingen, wenn man hier dieses Wetter betrachtet. Dahin.